Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Ich habe euch doch vor ein paar Videos mal erzählt, wo ich immer meinen Hasch geholt habe, da in Arnheim. Es ist es so, dass ich da ja kein Geheimnis draus gemacht habe, als ich das Zeug verkauft habe, wo ich das her habe. Ein paar Leuten habe ich sogar von der Gewinnspanne erzählt. Ja, und dann saß man damals so bei meiner damaligen Freundin. In der Nähe von der Quittestraße war das, die hieß Martina. Da saß man da so bei ihr im Zimmer und dann kam halt Markus und bringt einen Hansi mit. Und dieses Mal meine ich mit dem Hansi nicht das, was ich euch mal erzählt habe von wegen dem Codewort Hasch, sondern einen Menschen, der so heißt. Das Besondere an dem Hansi ist, der Hansi ist blind und hatte zwei Glasaugen. Hansi war ein Kiffer wie jeder andere auch, so wie wir und wie alle Leute, die ich da damals kannt habe und die auch immer kommen, dann regelmäßig und gekauft haben. Und deswegen ist es auch am Telefon so einfach gewesen, über Hansi zu reden, weil jeder kannte einen echten Hansi und wenn uns die wirklich abgehört hätten, hätten sie auch mitgekriegt, ja, da ist einer, der heißt Hansi. Jetzt sage ich zu ihm aus Spaß mal so, hey Hansi, weißt du was? Eigentlich bist du der perfekte Schmuggler. Kein Schwanz kommt auf die Idee, einen Blinden mit einem Blindenstock zum Filzen. Das habe ich aber nur aus Spaß gesagt, weil natürlich würde die Polizei auch einen Blinden filzen oder der Zoll. Logisch, warum auch nicht? Ja, und dann ist es halt einmal gewesen, ich komme aus Rotterdam, mache einen Zwischenstopp in Arnheim. Steht da am Bahnhof, steht am anderen Ende der Hansi. Dann gehe ich halt ganz langsam hin und an ihm vorbei und schaue ihn so an. Er kriegt es ja nicht mit, weil er sieht mich ja nicht. Und dann sehe ich, dass die Glasaugen schon so richtig glitschig und alles ausschauen. Und dann warte ein bisschen ab, bis er so alleine da steht. Dann gehe ich hin und oute mich und sage, hey Hansi, servus, der Ernst. Was machst denn du da? Hey? Dann ist er voll nervös worden. Und in dem Augenblick habe ich natürlich gewusst, was los ist, dass der da in seiner Sporttasche bestimmt ein Kilo drin hat. Und er sagt, alles klar, Alter, ich lasse dich jetzt alleine, ich gehe auf die andere Ende vom Zug, mach dir keine Sorgen. Ich habe auch nichts gemacht, also ich bin keine Drecksau. Ja, Fakt ist ja, ich bin halt dann auch im Zug eingestiegen und habe die Szenerie so beobachtet, wie sie den halt angeschaut haben die Leute, und er hat ihm den Leuten auch leid getan und so, haben sie ihm einen Platz angeboten in seine Tasche oben rauf und hat das seine Sachen. Ja. Das ist niemandem mehr aufgefallen, dass der da Drogen schmuggelt gerade. Der Witz ist jetzt, der Hansi hat nicht bloß Hasch geschmuggelt, sondern der hat auch Koks geschmuggelt. Den haben sie da, irgendjemand hat ihn da wohl zu den Koks die da mitgenommen und er fand der Koks anscheinend sehr geil. Und das war schuld dran, warum das seine Augen so ausgeschaut haben, die Glasaugen. Also der müsste halt immer so reinigen und alles und das hat er halt alles laufen lassen, er war auch unrasiert, er sah nicht gut aus. Aber weil er halt noch mehr behindert ausgeschaut hat, haben wir halt die normalen Reisenden normal behandelt. Ich habe das schon mal erwähnt, das war ja eine Zeit, wo gerade der Schengen-Raum ganz neu war, der Zoll gar keine Zeit gehabt hat für so eine Sachen wie die Züge zum Durchsuchen, sondern die haben sich gerade neu ausgerichtet, Schulungen gemacht und solche Sachen. Das war richtig gerade am Anfang. Natürlich gab es das noch, dass man ab und zu einer durch den Zug gegangen ist, Ausweise kontrolliert hat oder wenn einer zur Fahndung ausgeschrieben war, dass halt die Leute gesucht werden. Aber keiner hat mehr nach irgendwelchen Drogenschmuggler großartig Ausschau gehalten. Heute schaut es wahrscheinlich anders aus, obwohl es immer noch mit Sicherheit diese Bumperzüge gibt, die zwischen Ruhrpott und Holland nun herfahren, wo die Leute morgens affig hinfahren und dann voll zu wieder zurückkommen. Ja, genau, gibt's. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ja, dann war ich halt beim Casablanca und rede so mit dem Chef, du, sag mal, war da bei euch letzte Woche ein Blinder? Und dann sagt er, ja, woher weißt du das? Sag ich, ja, weil das ist einer von meinen Kunden gewesen früher. Und dann lachen wir halt so und dann sagt er, hey, das willst du nicht glauben. Wir haben mal geguckt, ob er die bescheißen können. Und sagt er, ja, wie macht er das mit dem Abwiegen und so? Naja, er riecht an dem Material
festzustellen, ob es gut ist oder so. Am Anfang hat er es halt probieren wollen beim ersten Mal und ab da hat er halt auch Vertrauen gehabt. Dann hat er es ihm 100 Grammweise auf die Knie draufgelegt. Und dann sagt er, ja, da haben sie ihm 100 Gramm drauf und beim vierten oder fünften Blatt, die haben sie es wieder mit runter und wieder draufgelegt, dann hat er das sofort gemerkt. Sagt er, hey, da habt ihr aber gerade wieder eine Platte abgenommen, oder? Und ab da war er halt bei denen, haben sie Respekt vor ihm gehabt, sagt, hey, super. Und ja, ich weiß nicht, wie oft er gefahren ist, aber die Aktion ist halt schon bemerkenswert, oder? Als blinder Mann von München, Neuperlach aus, mit dem Zug nach Holland zu fahren, nach Arnhem, in einen Coffeeshop, den er nur aus Erzählungen her kennt, reinzugehen und dann da ein Kilo Hasch zu kaufen. Ich habe echt größten Respekt vor dem Mann gehabt. Gescheit war er allerdings nicht. Der ist mal mit einem Markus auf dem Tandem, mit dem Fahrrad, sind wir drum gefahren, Fahrrad, auf LSD, weißt du? Und dann, ja, weil sie sich eingebildet haben, vielleicht hat er ja Optiken, vielleicht sieht er ja irgendwas, der Blinde. Weil halt normalerweise LSD, wisst ihr, Optiken schieben und so, und da hätte es halt sein können, dass er vielleicht irgendwelche Farbenflashes oder sowas sieht. Hat er nicht, hat er mir dann erzählt, nee, hat er nicht. Aber jetzt auf komische Gedanken kommen, wie zum Beispiel da mit dem Fahrrad, also dem Tandem, da war er kurz alleine hinten drauf, dann ist dann da abgestiegen, irgendwas machen. Na, also abkauen mit dem Fahrrad und der Tiefgaragen einfach runtergefahren. Und unten natürlich voll gegen den Tor. Da haben sie, das war schon eine Marke. Wir haben gern gehabt. Ja Leute, wenn euch meine Geschichten gefallen, Daumen nach oben oder ansonsten Daumen nach unten, aber wenn dann Daumen nach unten, dann bitte in die Kommentare warum. Ansonsten Abo raus, freut mich. Peace out.